Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Beste Stimmung und bestes Wetter am Ostersonntag im Karl-Liebknecht-Stadion. Da kam den Turbinen der Tabellenletzte aus Mönchengladbach gerade recht. Und wie erwartet, die Potsdamerin von Anfang an am Drücker. Erste Gelegenheit für Bianca Schmidt. Das war die dritte Minute und gleich ging's weiter, diesmal mit Viktoria Schwalm und Rahel Kiewicz, aber Keeperin Lisa Wenrath dazwischen. Doch dann ließ sich Potsdam von den Gästen einlullen. Es dauerte eine halbe Stunde, bis Turbine Zählbares aus der Überlegenheit machen konnte. Svenja Huth mit Tempo unterwegs und Sarah Salzrasil drückt den Ball dann endlich über die Linie zum 1:0. Und Turbine setzte gleich noch einen drauf. Wieder schöne Vorarbeit von der Kapitänin und Gina Schmielinski nimmt den mal eben Volley zum 2:0. Doch so leicht wollten sich die Gäste vom Niederrhein nicht geschlagen geben. Kurz vor der Pause setzt sich Caroline Korres hier wunderbar durch und dann dieser Kracher an den Pfosten, da hätte Lisa Schmitz das Nachsehen gehabt. In der zweiten Hälfte machten die Turbinen dann endlich ernst, agierten mit mehr Entschlossenheit, die Folge drückende Überlegenheit. Und wunderbar von Svenja Huth hier in der 54. Minute veredelt zum 3:0. Vor allem über die rechte Seite mit Anna Gaspar lief jetzt richtig viel und Lara Praschnika, die nach der Pause für Bianca Schmidt gekommen war, ist mit dem Kopf zur Stelle. Und nur zwei Minuten später stand die Slowenin wieder goldrichtig, nach toller Vorarbeit erneut von Anna Gaspar. Joker Lara hatte wieder zugeschlagen. Ich glaube, es ist klar, dass alle von Anfang an spielen wollen und wenn ich von der Bank reinkomme und dann ein Tor schieße, ist dann auch okay. Tor ist Tor. Ja. Keine Stunde gespielt und es waren schon alle Ostermessen gesungen. Die Kabinenpredigt vom Trainer in der Pause hatte offenbar gewirkt. Ja, ich musste da ein paar deutliche Worte verlieren. Wir hatten uns eigentlich eine andere Spielweise vorgenommen. Wir wollten flüssig nach vorne spielen, vernünftiges Positionsspiel aufziehen, hatten wir auch im Training trainiert, dass das klar strukturiert ist. Aber so war es ja leider nicht in der ersten Halbzeit, haben zwar trotzdem zwei Tore gemacht. Wir waren einfach nicht zufrieden, haben das nochmal deutlich angesprochen. In der zweiten Halbzeit konnte man dann sehen, dass es viel, viel besser gewesen ist und wir auch endlich mal angefangen haben zu kombinieren, über den Flügel gekommen sind und auch ein paar schöne Tore geschossen haben. Wir saßen in der Halbzeit besser und haben gesagt, dass das nicht unser Anspruch sein kann, dass wir, also jetzt nicht, weil, also wir wollten besser nach vorne spielen, wir wollten das Ergebnis hochschrauben, weil wir wissen, dass wir es besser können als in der ersten Halbzeit, uns mehr bewegen und dann auch konsequenter nach vorne spielen und hat zum Glück dann auch geklappt. Kurz vor Schluss machte Viktoria Schwalm dann das halbe Dutzend voll. Turbine Potsdam schlägt also den Tabellenletzten aus Mönchengladbach mit 6:0 und verteidigt damit den dritten Platz. Und der soll auch bis zum Saisonende gehalten werden. Dank der zweiten Halbzeit am Ende also doch noch alles gut bei Turbine. Und da gibt's Ostermontag dann natürlich frei. Wir treffen uns wieder am Dienstag um 17 Uhr. Jetzt haben sie anderthalb Tage frei, dass sie auch ein bisschen Ostern genießen können.